gerne, dass die Steuerschlupflöcher ausnutzen. Dann muss ich immer die Unternehmer verteidigen und sagen, na klar nutzen sie die aus, wir haben sie doch geregelt. Wer hat denn die Steuerschlupflöcher geschaffen? Das macht der Gesetzgeber. Und dann beschwert er sich, dass sie genutzt werden. Nein, da bist du zum Beispiel als Anwalt, bin ich ja verpflichtet, die Interessen meines Mandanten zu vertreten. Dann sage ich, nee, da gibt es doch das Steuerschlupfloch so und so. Na, nutzen sie es doch. Ist doch logisch. Warum machen wir die Steuerschlupflöcher? Wir, naja, ich ja nicht, aber die Mehrheit im Bundestag, damit sie genutzt werden. Das steckt dahinter. Deshalb ist diese Diskussion auch so verlogen. Wenn man keine Steuerschlupflöcher will, dann muss man sie eben schließen. So einfach ist es. So einfach ist es. Und das ginge natürlich. Deshalb sage ich, ja, wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit, wir brauchen in ganz Europa eine Vermögenssteuer. Und das ist doch auch nicht so schlimm. Wenn jemand ein Privatvermögen von mehr als 1 Million Euro hat, verlangen wir radikal von dem Mehrbetrag 5%. Mein Gott, das merken die gar nicht, wenn es abgebucht wird. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir schützen die Unternehmen, wir schützen auch die eigene Wohnung, das ist gar nicht gemeint. Aber das darüber hinausgehende Privatvermögen, wenn es mehr als, also der Bäckermeister, sagen Sie ihm, seine Bäckerei zählt nicht mit bei uns. Und deshalb kann ich das überhaupt nicht begreifen, muss ich mal sagen. Wir brauchen hier endlich Steuergerechtigkeit, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den anderen. Und ich habe es anfangs erwähnt, alle Steuergeschenke an die Unternehmen führen nicht zu Investitionen, sondern zu einem Sparverhalten, was wiederum letztlich ruiniert, weil so Wirtschaft nicht funktioniert.